Hi, ihr seid ja richtig gehypt auf das Hausbauprojekt. Ich übrigens auch, habe noch ein paar Informationen von meiner Schwester bekommen. Ihr habt auch mit der geschrieben in den Kommentaren. MB ist da bei YouTube ihr Name. Auf jeden Fall hat sie mir einen Link geschickt, wo die das Haus gefunden haben. Und hier kann man sich auch viele Sachen ansehen, beispielsweise Bilder. Dann auch noch hier nochmal die Grundrisse. 360-Grad-Ansicht, aber vorher möchte ich ein paar Fragen beantworten. Ihr habt nämlich gefragt, kommt Smart Home, Loxon oder sowas? Nee, leider nicht. Wird alles konventionell verdrahtet. Bis auf Jalousieschalter möchten sie auf jeden Fall Smart haben, dass man auch alle gleichzeitig hoch und runter fahren kann und so weiter. Da dachte ich, dass ich als Lösung dann die Taster von Maxio mache mit der schönen Glasfront auf dem Taster drauf, mit den Touchpanels, dass man auch ohne WLAN hoch und runter Stopp machen kann und eben dann auch per App steuerbar mit der Smart Life App. Da war ich eigentlich relativ überzeugt von dem Hersteller, weil wir das auch womöglich so machen, dass die Jalousieschalter alle immer jeweils neben dem Fenster hinkommen. Ist dann eben übersichtlicher als alles in der Batterie zu haben untereinander. Andere Sache, PV-Anlage. Ja, eine PV-Anlage wird aufs Dach kommen. Da bin ich selber gespannt, wie das mit der PV-Technik funktioniert und alles Mögliche. Leerrohre werden auf jeden Fall gelegt, um beispielsweise noch Änderungen im Nachhinein, nach 20 Jahren oder so machen zu können, ohne jetzt den Estrich aufreißen zu müssen. Da habe ich auf jeden Fall Inspiration von Markus bekommen vom Kanal Die Allround Bastler und da können wir kurz mal reingucken. Und dann geht es natürlich weiter bis hier in den Technikraum, wo man es erstmal nur neben der Tür liegt, das Kabel für den Drehtaster. Und hier ist ein großer, großer Technikraum, ist viel Platz. Hier neben kommt alles Heizungstechnik hin, Lüftungstechnik. Und hier ist dann praktisch unsere Wand mit den ganzen Kabeln, die schon mal hängen. Bis Natürlich wird bei uns der Schaltschrank nicht so groß sein wie hier. Hier ist auch übelst viel Kabelsteuerleitung, Tribus, alles Mögliche wegen Loxon. Bei uns werden bestimmt nicht so viele Leitungen sein. Ich denke da eher an einen Aufputzverteiler von Haga, einen großen Sicherungskasten, einen Zählerschrank für Unter- und Obergeschoss, alles in einem. aufs Dachgeschoss gibt es nur ein Netzwerk, bisher, was wir gelegt haben. Und hier kommen dann die Bündel hier rein. Und dann muss man eben gucken, dass wir überall nur zweilagig bleiben. Wegen der Estrichshow hier unten wir auch dreilagig möglich, aber wir sind überall nur zweilagig geblieben. Also, das bin ich die Treppen mal hochgegangen. Hier oben ist das Erdgeschoss. Und zwar hier kommt so eine Terminalwand hin, 60 tief, wo, weiß ich, so ein Touchscreen und sowas alles reinkommt. Deshalb liegt dort ein dreimal Netzwerk, da liegt Dreh, da liegt eine Steuerleitung, da liegt sieben. Das möchte ich auf jeden Fall auch so machen. Der nimmt hier Lochband und schießt die aber nicht mit Nägel, sondern bohrt tatsächlich mit einem Bohrer, mit einem Steinbohrer in den Beton rein, schlägt da Dübel rein und befestigt es am Ende mit Schrauben. Hier eine Schraube, da eine Schraube und ist dann in gewissen Abständen immer hier auch nochmal. Dann läuft man nicht Gefahr, dass das irgendwie abhaut. Liegt alles schön, die Biegeradien sind toll, kann man einfach ganz schön Leitungen hin und her ziehen, auch noch im Nachgang. 5x5 geschirmt für Beleuchtung und ein 5x5 für Strom. So, hier in der Wand kommen die Hochschränke hin mit Mikrowelle, Dampfgarer und Backofen und so Sachen. Da sind noch ein paar Reservedosen dabei und sowas. Hier an die Wand, da ist eine Spülmaschine, eine Spüle und so Zeug. Die hier drin ist, unterhalb der Treppe, wo noch Schränke reinkommen. Und dann auch als Revisionsflug, dass man später durch den Schacht noch was durchziehen könnte. Und hier geht es jetzt zum Wohnzimmer. Menge Genau, und so sieht das Ganze aus. Man zieht sich eben seine Bahn, geht dann zu den Steckdosen, Schalterdosen hin, wie man das halt möchte. Was Kabel angeht, jetzt Lampen im Untergeschoss, beispielsweise Untergeschoss Wohnzimmer, Lampenverdrahtung werde ich dann so lösen, dass ich beispielsweise mit der Hauptzuleitung für den Raum dreiadrig in den Lichtschalter gehe, von da aus komplett nach oben schlitze, dann ein Loch durchbohre, bisschen angeschrägt, damit das Kabel nicht an der Decke zu sehen ist oder so. Gehe einmal nach oben aufs Obergeschossboden und ziehe mir dann die Leitung, je nachdem, wo sie hinkommt, wo die Lampe eben hängt,
Da gehe ich dann in die Mitte vom Wohnzimmer, bohre da ein Loch hoch und dann kann ich das mir von oben nach unten durchführen und habe da schön eine dreiadrige Leitung für die Lampe und kann ringsrum meine Bohrlöcher für die Lampe an sich setzen, ohne Gefahr zu laufen, dass ich da irgendwelche Leitungen treffe, plus dass man sich halt nicht die Mühe machen muss, in die Decke zu schlitzen, weil jeder weiß, wie anstrengend das sein kann. Dann gehen wir weiter hier zum Haus. Auf jeden Fall wird es von der Fassade nicht in dieser Optik sein. Es gelten eben strenge Vorschriften, was die Farbe der Ziegelsteine und der Dachziegel angeht. Wenn man ein Haus baut, je nachdem in welcher Region man gerade baut oder in welchem Umfeld. Sie meinte zu mir, die Ziegelsteine werden auf jeden Fall rot. Welche Farbe von rot, ob dunkelrot oder so, weiß ich nicht. Dann können wir mal eben kurz die Bilder angucken. Hier haben wir eben die Ansicht von hinten mit der Terrasse. Dann hier noch bei Abend mit der Beleuchtung. Hier finde ich auch mega schön, diese Kugeln als Beleuchtung zu machen. Außenbeleuchtung würde ich dann in dem Fall über eine Zeitschaltuhr laufen lassen, die sich dann im Sicherungskasten befindet, um eben einstellen zu können, zu welchen Uhrzeiten soll die Außenbeleuchtung automatisch ein- und ausgeschaltet werden. Das ist die Frontansicht. Natürlich kann man sich am Ende auch die Haustürfarbe aussuchen und so. Rot wäre in dem Fall jetzt auch nicht mein Geschmack, muss ich sagen, muss aber am Ende natürlich der Bauherr entscheiden. Das hier wird weiß verputzt, hat sie mir gesagt, um ein bisschen Akzente zu setzen. Und was die Türklingel-Sprechanlage angeht, da bin ich technisch nicht komplett involviert, aber ich denke, wenn man beispielsweise vorhat, eine Türklingelsprechanlage mit Kamera zu installieren, dass man da einfach sich den Platz aussucht, im Flur beispielsweise, wo das Tablet an die Wand kommt, hinter dem Tablet eine Unterputzdose setzt, die auch offen bleibt, wo dann eben das Tablet drauf gehangen wird, damit es das Loch verdeckt. Wenn man da einfach in dieser Abzweigdose in Anführungszeichen einmal eine Netzwerkleitung zieht, also starres Verlegekabel, Netzwerkkabel, achtadrig insgesamt, einmal vom Schaltschrank zu der Dose hin für die DC-Einspeisung, Gleichstrom, weil im Sicherungskasten wird dann auch noch ein Gleichstrom-Trafo drin sein. Plus, dass man dann noch von der Abzweigdose mit einer Netzwerkleitung hier zum Außenbereich, wo die Klingel montiert wird, hingeht, dann müsste man eigentlich alle Kabel so anklemmen können, dass das am Ende funktioniert. Das schauen wir mal, aber ich denke, das funktioniert so. Dann haben wir hier Essbereich, da hinten ist die Küche und hier der Wohnzimmer, wo hier ein Tisch steht. Dann ist hier auch ganz schön mit dieser Beleuchtung. Hier sind ein paar Spots eingearbeitet. Wäre auch schön, wenn man das beispielsweise, falls es so kommt, separat schaltet. Die Spots und diese Beleuchtung eben separat mit einem Serienschalter oder eventuell sogar mit einem Doppelwechselschalter, wenn man noch einen normalen Wechselschalter hier an der Tür, wenn man reinkommt in den Essbereich, dass man das von zwei Positionen aus ein- und ausschalten kann. Dann sind wir hier Blick von der Küche in die Stube. Das ist jetzt im Obergeschoss, Flur. Das müsste der Arbeitszimmer sein. Das sieht mir nach einem Badezimmer aus. Hier nochmal Wohnbereich. Das hier ist jetzt vom Essbereich der Blick zur Diele, zum Flur, wo auch die Treppe ist. Genau, und am Ende lässt sich alles anpassen. Auf jeden Fall wird es so nicht auf der Seite. Ich habe auf der Ansichts- beziehungsweise wir haben auf dem Ansichtsbild gesehen, dass wir hier insgesamt vier Fenster haben. Und eine Garage ist hier auch nicht mit bei. Aber die Garage, die kommt ja hier an diese Wand als Anbau, direkt vom Technikraum zur Garage. Hier ist eben die Küche. Dann ist hier der Technikraum. Da rechts daneben ist dann Badezimmer und dann kommt Flur. Und es ist auch schön, dass wir hier es nicht so weit haben, bis zur Garage vom Technikraum. Dann muss man vom Sicherungskasten nicht so viele Meter, 10 Quadrat Leitung für beispielsweise eine Wallbox ziehen oder 6 Quadrat, um eben noch einen Aufputzverteiler mit einer 32 Ampere Dose da an die Wand anbringen zu können, je nachdem, was da alles kommt. Dann schauen wir mal
Hier sind noch Grundrisse, wie gesagt. Wohnfläche insgesamt 189,97 Quadratmeter. Und dann gehen wir hier nochmal auf die Rundumansicht drauf ein. Da haben wir einmal im Außenbereich, wie das hier so aussieht von hinten. Dann nochmal das gleiche, wenn es Abend wird. Hier kommen wir jetzt in den Flur rein. Hier haben wir die Treppe. Was Treppenbeleuchtung angeht, hat man hier nicht so die Möglichkeiten, aber ich denke, dass an der Wand zwei Lampen ausreichen, um von unten und oben das Licht an- und ausschalten zu können. Hier ist noch ein Wandschrank, Schlossschalter, Schlüsselschalter und das, glaube ich, wird am Ende nicht hinkommen. Hier ist Badezimmer mit einem Kontrollschalter, bin ich auch voll Fan von, wird genauso realisiert, Kontrollschalter für Badezimmerbeleuchtung. Hier rechts neben dem Waschbecken eventuell noch zwei Steckdosen, gegebenenfalls sogar noch ein Lichtschalter für die Spiegelschrankbeleuchtung. Eine Lampe hier, glaube ich nicht, dass die am Ende da ihren Platz finden wird. Und hier oben haben wir noch eine Lampe. Ich würde sogar tatsächlich sagen, die Lampe hier, eventuell, wenn da eine hinkommen sollte, über einen Bewegungsmelder schalten zu lassen, dass wenn die Tür aufgeht, man hier im unteren Bereich hinter der Vase beispielsweise einen Bewegungsmelder sitzen hat, rechts daneben eventuell noch eine Steckdose, um hier eventuell noch Deko draufzustellen mit einer Lampe oder sowas. Und genau hier dann eventuell noch Schalter für Spotbeleuchtung, dann noch eine Wechselschaltung für die Treppenbeleuchtung hier an der Wand, oben natürlich noch ein Schalter, um die wieder aus- und einschalten zu können. Ein Fernseher wird hier garantiert nicht hinkommen. Ich weiß jetzt nicht, warum das im Showroom so gemacht wurde. Steckdose an der Stelle gehe ich voll mit. Genau, gehen wir weiter. Hier ist das Wohnzimmer. Hier sieht man auch, im Showroom haben wir es auch so gemacht. Jalousieschalter immer links und rechts, direkt neben dem Fenster, je nachdem welches angesprochen wird. Hier auch überall mit Spots gearbeitet. Gut, für ein Wohnzimmer haben sie jetzt relativ wenig mit Licht. Das Einzige, wo ich Spots sehe, ist das hier. Da kommt auf jeden Fall ein bisschen mehr hin. Hier sind Lichtschalter. Hier sind Lichtschalter. Da würde ich auf jeden Fall für Essensbereich hier Lichtschalter hinmachen. Eventuell auch hier. Ich denke eher auf der Seite. Plus dann, wenn man in die Küche kommt, dass man von hier außen sogar noch das Licht einschalten könnte. Gehen wir weiter kochen. Das ist jetzt auch Geschmackssache. Natürlich muss die Küche am Ende nicht rot sein. Auf jeden Fall haben wir hier eine Kochinsel, Induktionsfeld. Da wird auf jeden Fall eine 5x2,5 Quadrat Leitung aus dem Boden von unten rauskommen. Und dann hier an der Tisch, irgendwo an den Tischwänden mit einer Herdanschlussdose gegebenenfalls befestigt. Wo man auch die Möglichkeit hat, bei der Merten beispielsweise noch Steckdosen in die Arbeitsplatte einzubauen und die mit quasi versorgen in der Herdanschlussdose, einfach auf L1 beispielsweise drauflegen. Genau, hier geht es übrigens zur Terrasse raus, wie gesagt. Hier zwei Steckdosen gehe ich mit. Ob hier hinter welche sind, weiß ich nicht, aber hier würde ich auch nochmal zwei Steckdosen hinmachen. Eventuell sogar noch einen Lichtschalter für die Schrankbeleuchtung. Dann geht es hier in Technikraum oder Hauswirtschaftsraum rein durch die Tür. Hier werden auf jeden Fall richtig viele Leitungen durchgehen unter dem Estrich. Vom Technikraum hier zur Küche, zur Stube. Genau, Thermostat sieht man. Ich denke, die werden auch auf jeden Fall mit Fußbodenheizung arbeiten. Dunstabzugshaube hier oben. Heißt, dass eine Steckdose noch oben an der Decke hinkommt. Dann haben wir hier Obergeschoss Flur. Hier Lichtschalter. Am besten, um dann die Beleuchtung für die Treppe mit dem unteren an- und ausschalten zu können per Wechselschaltung. Und die obere dann für die Spots, wenn hier am Ende auch Spots hinkommen, sieht eigentlich relativ nice aus. Das hier müsste Arbeitszimmer sein, wo es da hingeht.
hier Badezimmer. Aber eigentlich an einigen Stellen feiere ich immer Lichtschalter und darunter dann eine Steckdose hinzumachen. Hat man es mit dem Staubsauger einfacher, als sich immer bücken zu müssen. Und ich glaube, im Flur wird auf jeden Fall eine Kreuzschaltung gewählt, einmal um das hier ein- und auszuschalten. Für den Raum passt das auch. Dann eventuell noch ein hier, um in den und den Raum reinzugehen, das Licht im Flur ein- und ausschalten zu können. Und dann noch eventuell hier hinten, um dann ins Badezimmer gehen zu können, wenn das ein Badezimmer ist. Aber das werden wir am Ende dann sehen. Arbeitszimmer. Ich glaube, ein Heizkörper kommt da am Ende nicht hin, wegen Fußbodenheizung. Da hat man hier an der Stelle noch Platz für Steckdosen. Ich feiere auch das hier, den Arbeitstisch nicht an der Wand hinzustellen, sondern so mitten im Raum. Dann sieht man auch den Monitor beispielsweise von hinten. Kabelmanagement kann man eigentlich ganz schön machen. Vor allem, wenn man im Tisch solche runden Dinger hat, wo die Leitungen in den Tisch reingehen und hier unten schön verlegt werden, denn im Kanal, sage ich mal. Hier nochmal Jalousieschalter, Lampe links und rechts. Hier müssten auf jeden Fall noch ein paar Steckdosen hin, je nachdem, was man hier macht. Ob da noch ein Fernseher hinkommt, man weiß es nicht. Und Schlafzimmer, hier auch ein Heizkörper, der wahrscheinlich da sein wird. Dann haben wir hier noch Nachttischbeleuchtung, die ich bestimmt auch in der Form so integrieren würde. Hier haben wir Spotbeleuchtung, ein Schrank. Da ist ein Badezimmer, auch mit Kontrollschalter, ganz gut. Jalousieschalter links und rechts. Eventuell für die Hauptbeleuchtung hier über dem Jalousieschalter einen Lichtschalter hinmachen. Plus als Wechselschaltung würde ich dann tatsächlich noch hier einen Lichtschalter mittig vom Bett an der Schrägen installieren, um das vom Bett aus ein- und ausschalten zu können. Dann können auch beide, die da liegen, ein- und ausschalten, muss man nicht zwei Schalter machen. Hier hinter zwei Steckdosen, hier hinter zwei Steckdosen, gegebenenfalls sogar drei Steckdosen, eine für Handy laden, eine für Wecker und die andere schaltbar machen. Dann hat man hier einen Lichtschalter, hier einen Lichtschalter und kann diese Tischen, diese Nachttischleuchten, die ein- und ausknipsbar sind, mit so einem Schalter einfach auf angestellt lassen, in die Steckdose reinstecken und einfach hier bequem neben dem Bett am Lichtschalter ein- und ausschalten, die Nachttischbeleuchtung. So, dann sind wir hier auch an der Stelle durch mit dem View. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein paar nähere Informationen bekommen zu haben. Ich freue mich definitiv auf das Projekt. Lasst euch alles an allem teilhaben. Das war's dann mit dem Video. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.